Guten Morgen, einen schönen Dienstag wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid heute gut in den Tag gestartet. Ich habe mir für heute vorgenommen, soweit mit der Recherche für die eine Hausarbeit fertig zu werden, sodass ich dann hoffentlich morgen einfach drauf losschreiben kann. Also das ist so meine Taktik, erstmal komplett die Recherche zu machen und dann einfach nur zu schreiben. Man kann natürlich auch schreiben und parallel dann noch recherchieren, aber ich glaube, so würde ich nicht so effektiv arbeiten, wie ich es möchte. Deswegen fällt es mir einfacher, erstmal die Recherche abzuhaken und dann nur noch schreiben zu können. Auf jeden Fall, ja, steht das erstmal heute auf dem Plan. Nicole hat mir gestern auch einige PR-Pakete noch mitgebracht. Wenn ihr wollt, kann ich die später mit euch gemeinsam durchgehen. Ich habe mir das selber noch gar nicht genau angeguckt. Ich zeige das ja eher seltener in meiner Story, was ich immer so zugeschickt bekomme. Aber falls euch das interessiert, dann würde ich euch mal später mitnehmen, wenn ich die Sachen mir dann anschaue. Schaut mal, was eben angekommen ist. Unser Regal, was neben unseren Esszimmertisch kommt. Und ich habe erst morgen eigentlich damit gerechnet, deswegen bin ich gerade mega happy. Und ich warte jetzt aber noch auf Tommy. Ich denke, der hilft mir dann später beim Aufbau, weil das auch ziemlich schwer ist und die langen Bretter und so. Deswegen warte ich mal auf ihn. Tommy ist übrigens mittlerweile da und wir haben uns gerade dem Bücherregal schon gewidmet. Aber ich zeige euch das alles noch in meinem kommenden Vlog, weil ich drehe jetzt diese Woche an so einem Wochenvlog und da möchte ich euch so die ganzen Veränderungen in der Wohnung noch zeigen, weil ein paar neue Dinge jetzt auch hinzugekommen sind. Also ich will es jetzt echt langsam fertig kriegen. Ich weiß, ich sage das schon seit Ewigkeiten, aber naja, so ist das nun mal manchmal. Die Wohnung wird eh nicht komplett fertig sein, wahrscheinlich bis wir ausziehen wieder. Ja, weil das Interesse so groß war, zeige ich euch jetzt mal, was so an PR-Sachen jetzt halt bei mir reingekommen ist. Das sind jetzt teilweise noch Sachen von letztem Jahr, so Dezember, weil das stapelt sich manchmal im Büro und dann kriege ich das alles so in einer Ladung sozusagen. Und ich gehe das Ganze jetzt mal mit euch durch. Mir das selber noch nicht so genau angeguckt. Hier erstmal ein Paket von Clarins. Ich habe nämlich diese Produkte auf der Fashion Week gesehen und fand das hier vor allem sehr interessant. Die Skin Perfecting Milk. Das ist wie eine Foundation, aber ganz leicht und soll sich dem Hautton anpassen. Das werde ich auf jeden Fall mal bald testen und dann nochmal berichten, wenn es mir gefällt. Haben wir hier Produkte von Kat Von D. Einmal zwei Blushes und Lip Creams. Ich finde diese beiden Farben hier ganz schön, so ein Rot, so ein Creme. Ich denke, die meisten Produkte kommen in meine Verlosungsbox. Dann haben wir hier ein Paket von Kiehl's und zwar mit Gesichtspflege und zwar für die Nacht was. Ich muss ja sagen, ich bin ja sehr faul, was Gesichtspflege am Abend angeht. Da mache ich immer nur so das Nötigste. Aber wir haben hier einmal so ein Konzentrat. Und was für die Augen, damit die Augen direkt am Morgen fresh aussehen. Hier noch ein kleines Päckchen von By Terry mit einer Limited Edition. Sieht alles ganz interessant aus. Das hier ist so ein Glow CC Serum. Aber ich denke, ich werde das auch an euch verlosen. Dann haben wir hier noch ein größeres Paket von Charlotte Tilbury. Wir haben hier einmal Skincare, so zwei Pakete. Hier unter anderem diese Magic Cream, von der habe ich schon echt viel gehört. Sieht aber auch richtig, richtig schön aus. Und dann haben wir hier noch Wimpern. Die gefallen mir auch richtig gut. Also ich trage ja selten Wimpern, aber wenn dann nur so natürliche. Das ist eigentlich genau meins. Vor allem diese hier gefallen mir echt gut. Und dann haben wir hier noch. Ja, kriege ich das jetzt auf mit einer Hand? Es sind auf jeden Fall Lippenstifte, glaube ich. Ach so. Ja, die kommen auf jeden Fall auch in meine Verlosungsbox. Das war es erstmal mit den Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das interessant findet, ob ich das jetzt regelmäßiger machen soll. Mal wenn ich mal ein paar Sachen wieder zugeschickt bekommen habe, dann würde ich das natürlich machen. Und ansonsten würde ich mich auch freuen, falls ihr eins der Produkte selbst besitzt und das schon getestet habt, dann schreibt mir doch gerne mal, wie ihr das findet, weil da würde ich auch gerne mal eure Meinung zuhören. Meine andere Sache, Instagram hat irgendwie diese Schriftart verändert, dass es jetzt so komisch, unausgeglichen groß ist. Und diese Kleinigkeit nervt mich so sehr.
Ich weiß, unnötiges Problem, aber wir haben gerade schon einige geschrieben, dass man da, boah, ich kann nicht mehr reden, so aufgeregt wie ich bin, dass man das mit der Schrift ändern kann, wenn man oben links das verändert mit der Block, mit dem Block-Ding. Mindblock. So, für uns geht's jetzt noch zum Sport. Jetzt, ich habe mir überlegt, heute wieder Cardio zu machen. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich Cardio sehr selten mache, beziehungsweise dass es mir nicht so viel Spaß macht wie Krafttraining, weil meine Ausdauer einfach miserabel ist und mir geht es dann direkt richtig schlecht. Aber man muss ja irgendwo anfangen und was dafür tun. Und ja, deswegen ist heute der Tag für Cardio. Gerade zurück nach Hause gekommen. Ich bin noch ein bisschen rot im Gesicht, aber ich habe ein kurzes Storytime für euch. Ich war nämlich vorher noch kurz bei der Post und wollte einen Brief verschicken und dann meinte der Typ bei der Post zu mir 1,55 und ich habe aber 1,45 verstanden. Dann habe ich ihm so 1,50 hingelegt und dann meinte er so 5 Cent vielleicht und ich einfach nur so, nee, sorry, gar nicht. So richtig einfach nur so. Richtig selbstbewusst habe ich ihm das gesagt und dann er so, okay, ja, und dann hat er mir einfach so, hat er abgerechnet und mir den Bon so gegeben. Dann wollte ich gerade gehen, habe noch kurz so drauf geschaut und dann lese ich so halt auf dem Bon, dass es 1,55 gekostet hat. Und ich dann so direkt so, oh mein Gott, tut mir leid, ich habe 1,45 verstanden, sonst, ich gehe doch nicht einfach ohne den vollen Preis zu zahlen. Dann habe ich ihm halt noch so 20 Cent, hingelegt. Und der war, glaube ich, auch einfach nur so verwirrt. Ich glaube, der war einfach dadurch, dass ich einfach so richtig ohne Emotion und selbstbewusst gesagt habe, nee, gar nicht, war der, glaube ich, so überfordert, dass er gar nicht erst versucht hat, irgendwie noch Geld von mir zu verlangen. Richtig komisch.